أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir möchten heute inshallah ta'ala an diesem gesegneten Freitag, den Allah subhanahu wa ta'ala uns aus seiner Huld herausgegeben hat, und er ist derjenige, der begünstigt, wem er will, und der in die Irre gehen lässt, wem er will. Wir möchten inshallah ta'ala an diesem heutigen Tag über das Herz sprechen. Und was lässt uns wissen, was das Herz ist? Eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester, wie geht es deinem Herzen? Ist dein Herz gesund? Seit du deine Religion praktizierst, liebst du Allah subhanahu wa ta'ala mehr? Und bist du in dieser Zeit Allah azza wa jal näher gekommen? Oder ist dein Herz krank? Ist dein Herz überhaupt geeignet dafür, Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben? Liebe Geschwister, viele Herzen sind krank in der heutigen Zeit. Und sie müssten eigentlich schon längst begraben werden, weil sie tot sind. Und der Mensch, er achtet nicht auf sein Herz. Wo Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, und fürchtet einen Tag, an dem ihr zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und derjenige, der weiß, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, er weiß auch, dass er von Allah azza wa jal befragt wird. Kümmerst du dich um dein Herz? Dein Herz ist das Wichtigste, was du besitzt. Deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, إِنَّ الْقَلْبَ مَلِك, wahrlich, das Herz ist der König. Wahrlich, das Herz ist der König. Warum? Weil vom Herzen alle Taten gesteuert werden. إِنَّ الْقَلْبَ مَلِك وَالْأَعْضَاءَ جُنُودُهُ, und die Körperglieder sind seine Soldaten. فَإِنْ طَابَ الْمَلِك طَابَتْ جُنُودُهُ, wenn der König gut ist, dann sind auch die Körperglieder gut, weil sie folgen dem Herzen. Das Herz steuert und die Körperglieder tun nichts anderes, als dem zu folgen, wozu das Herz sie gesteuert hat. وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكِ خَبُثَتْ جُنُودُهُ, und wenn der König verdorben und schlecht ist, dann sind auch die Körperglieder verdorben und schlecht. اللهم طهر قلوبنا. Liebe Geschwister, Wallahi al-Azim, das Herz sollte das einzige Bekümmernis von einem Menschen sein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ لَا تَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Am Tage der Auferstehung, wo einem Menschen weder Geld noch Söhne nützen werden, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und das gesunde Herz, sagen die Gelehrten, huwa al-qalbu salim, das ist das Herz, welches gesund ist, was nur ein Mu'min hat. Allahumma ja'alna min al-mu'min. Wallahi, alle anderen werden Verlierer sein an diesem Tag, liebe Geschwister.
Du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala schaut jetzt auf dein Herz. Was gibt es in dein Herz, was Allah azza wa jal liebt oder nicht liebt? Einer der Salaf-Gelehrten, er wurde gefragt, liebe Geschwister, was ist die beste Tat, mit der man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kann? Was ist die beste Tat, mit der man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kann? So sagte Abu Sulaiman, rahmatullah alayh, er sagte, an yattali' Allahu ala qalbik, fayara annaka la turidu min ad-dunya wal-akhira illa hu. Allahu Akbar. Die beste Tat, mit der du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst, ist, dass wenn Allah azza wa jal in dein Herz hereinschaut, dass er in deinem Herzen nichts anderes sieht als deinen sehnlichsten Wunsch, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine begehrst. Du begehrst nicht die Dunya. Von allem, was du in dieser Dunya möchtest, ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Lebst du dafür, lieber Bruder und liebe Schwester? Und ich habe eine Frage an dich, bevor du schlafen gehst. Ist es Allah subhanahu wa ta'ala, woran du als letztes denkst? Wenn ja, dann wisse, du liebst Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah al-azim, es gibt Herzen, die schlagen nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt Herzen, die sehnen sich nicht nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt Herzen, die ertrinken in Sünden und sie bereuen nicht für die Sünden, die sie begehen. Subhanallah al-azim. Was für ein Verlust, liebe Geschwister, dass wir zu denjenigen gehören, die einfach ihre Akhira, ihr Jenseits außer Acht lassen, liebe Geschwister. Nein, das Herz, lieber Bruder und liebe Schwester, du solltest dich täglich darum kümmern, denn danach wirst du gefragt werden. Und dein Herz, wallahi al-azim, ist etwas, was sich dauernd dreht. Denn heute kannst du praktizieren und morgen wirst du wieder den Weg verlassen. Die Salaf-Gelehrten hatten am meisten Angst, dass ihr Herz nicht gesund ist. Dass ihr Herz mit was anderem stirbt, als mit dem Iman, mit dem Glauben, liebe Geschwister. So sagte Abu Mulaika, radiyallahu anhu arda, adraktu 30 min ashabin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ich habe 30 Gefährten, 30 vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Jeder von ihnen hat den Nifaq, die Heuchelei, befürchtet. Aber schaut, wie sicher wir uns fühlen. Und dass wir uns so sicher fühlen davor, dass etwas unser Herz befällt und wir mit etwas anderem sterben als mit dem Islam, das ist kein gutes Zeichen. Die Salaf-Gelehrten sagen, liebe Geschwister, مَا أَمِنَ النِّفَاقُ إِلَّا مُنَافِقُ. Niemand fühlt sich sicher vor der Heuchelei, außer ein Heuchler. اللهم لا تجعلنا منهم. Niemand fühlt sich sicher vor der Heuchelei, außer ein Heuchler. وَمَا خَافَ النِّفَاقُ إِلَّا مُؤْمِنُ. Aber nur ein Gläubiger, er fürchtet die Heuchelei. Fürchtest du die Heuchelei? Ganz im Ernst, lieber Bruder, hast du Angst, dass du mit etwas anderem stirbst, außer mit dem Iman? Denn das wird deine Eintrittskarte in das Paradies sein. Liebe Geschwister, es gibt viele Leute, die lieben etwas anderes als Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten sagen, man ahabba shay'an ghayra Allah, udhiba bih. Derjenige, der etwas anderes liebt, mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mit dieser Sache bestraft werden. Genau diese Sache, die die Liebe zu Allah ersetzt hat und er hat diese Liebe bevorzugt vor Allah, er wird eben mit dieser Sache bestraft. Woran hängt dein Herz, lieber Diener Allahs? Am Geld? Wallahi al-azim, wir sehen, dass viele Muslime, möge Allah sie recht leiten, dass viele Muslime 10 bis 12 bis 16 Stunden, je nachdem, am Tag investieren, um das Geld zu sammeln. Wenn du ihn fragst, ja Achi, Allah hat dir befohlen, dass du ihm anbetest. So sagt er dir, du weißt, mein Bruder, aber die Zeiten sind schwer, ich muss von irgendwas leben. Subhanallah al-Azim,
hat diese Person vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der ihn versorgt. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, alle Geschöpfe, dessen Versorgung nicht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine obliegt. Versorgst du die gesamte Schöpfung? Nein. Allah azza wa jal, er versorgt dich. Aber wenn du deine Religion vernachlässigst, kriegst du trotzdem die Versorgung, aber sie ist jetzt nicht mehr halal für dich. Dieses ist eine Strafe für dich, lieber Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dieses Istidraj genannt. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Und wir werden sie der qualvollen Strafe näherbringen. Das bedeutet, was du als gut siehst, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe für dich, weil du denkst, mir geht es gut und ich habe Geld und ich habe alles, was ich im Leben brauche. Aber Allah hat dir das gegeben, nicht weil er mit dir zufrieden ist, sondern weil er dich noch mehr in die Irre führen möchte. Wir werden sie der qualvollen Strafe näher bringen. Warum? Weil du dich abgewendet hast von der Religion Allahs, von deinem Schöpfer, der dir alles in diesem Leben gegeben hat und derjenige, der immer barmherzig mit dir umgegangen ist. Plötzlich siehst du deinen Herrn als unwichtig und du drehst ihm den Rücken und denkst, du schaffst alles aus eigener Kraft. Und du Ärmster weißt nicht, dass Allah Azza wa Jal jedes deiner Bewegung kontrolliert. Und wenn Allah dir nicht erlauben würde, eine Bewegung zu machen, wallahi, du wärst nicht in der Lage dazu. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen verstehe, lieber Diener, wenn du dem Geld hinterherläufst, das ist ein Verlust für dich, denn du wirst von der Dunya nur das bekommen, was Allah für dich sowieso geschrieben hat. Schau mal und überlege. Du kriegst von der Dunya nur das, was Allah für dich geschrieben hat. Ganz gleich, welchen Weg du im Leben bestreitest. Ganz gleich, welchen Weg du im Leben bestreitest. Ob du 3 Stunden arbeitest oder 15 Stunden am Tag arbeitest, du kriegst in der Dunya nur das, was Allah Azza wa Jal für dich geschrieben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا. Eine Seele wird nicht erst sterben, bis sie ihre Lebenszeit erreicht, wenn Allah für dich 35 Jahre und 10 Monate und 4 Tage und 50 Minuten und eine Sekunde geschrieben hat, dann wirst du genau bei dieser einen Sekunde sterben. Allah. Der Todesengel ist zwischen uns, liebe Geschwister, und vielleicht sucht er den einen oder anderen, um heute die Seele zu nehmen. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Amen. Liebe Geschwister, und du wirst nicht erst sterben, bis du den Anteil vom Rizq bekommst, was Allah Azza wa Jal für dich geschrieben hat. Der letzte Bissen muss noch in deinen Mund hereingehen, den Allah für dich geschrieben hat, bevor du stirbst. Subhanallah. Schaut mal, wie die Salaf Angst hatten vor diesem Geld, vor dieser gigantischen Fitna. Sa'id, radiyallahu anhu wa arda, er war ein Amir gewesen, den Umar ibn al-Khattab beauftragt hat, ein bestimmtes Gebiet zu verwalten. Und Sa'id hat es abgelehnt, Geld zu nehmen. Aber Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, er hat darauf bestanden, dass er das Geld bekommt. Und eines Tages wurde dieses Geld sozusagen in den Schoß von Sa'id reingelegt. Er konnte es nicht verweigern. Dann hat er das Geld genommen und als seine Frau ihn an diesem Tag gesehen hat, an dem er das Geld bekommen hat, so sagte er nur, A'udhu billah minki, A'udhu billah minki. Möge Allah mich davor bewahren. Möge Allah mir Zuflucht geben vor dem, vor dir. Subhanallah, dann hat sie gesagt, Mabika, was ist mit dir los? Er sagte, دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي. Die Dunya ist zu mir gekommen, damit sie mein Jenseits verdirbt. Allahu Akbar. Die Dunya ist zu mir gekommen, und das waren 1000 Dinar. Die Dunya ist zu mir gekommen, damit sie meine Akhira verdirbt. Ich denke, viele von uns, sie haben das gegenteilige Verhalten von unseren Salaf-Gelehrten. Wenn sie Geld haben, dann ist die gesamte Beschäftigung ihrer Gedanken mit diesem Geld, bis wir sogar gehört haben, dass Leute, die im Gebet stehen, ihr Geld zählen, während sie Allah anbeten. Wen betest du an?
Ist das Geld das, woran dein Herz am meisten gehängt? Oder Frauen, liebe Geschwister? Wir sehen viele Leute, die sind verrückt nach Frauen. Die würden, wal'iyadu billah, am liebsten eine Frau anbeten. Die gesamte Beschäftigung ist nur, dass sie hinter Frauen hinterherrennen. Allahu Akbar. Und so haben wir diese heutigen Zeiten, wo einer, vielleicht sogar unter uns, liebe Geschwister, er hat ein Handy und in diesem Handy hat er versaute SMS. Und in diesem Handy hat er versaute Bilder. Und in diesem Handy hat er verdorbene Filme, die er heruntergeladen hat. Und er hat dieses Handy in der Tasche, während er Allah anbetet. Wo ist dein Tawhid, o Diener Allahs? Wo ist dein Islam? Gehörst du zu den Leuten, die sich ablenken lassen und etwas mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala? Sei dir sicher, du wirst mit dem bestraft werden, was du am meisten liebst. Oh Wallahi al-Azim, ich habe letztens mit einem Bruder geredet. Der Bruder, der ist verrückt nach seiner Frau. Man darf seine Frau lieben, kein Problem. Aber die Liebe zu Allah ist die höchste Liebe. Niemand darfst du mehr lieben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du jemanden liebst, dann ist deine Liebe und dann darf deine Liebe nur für wen sein? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Person, er liebt diese Frau so sehr, dass Allah azza wa jal ihn mit ihr bestraft. Sein gesamtes Leben ist durcheinander gekommen und sie spielt mit ihm. Sie lässt ihn hier fallen und dort fallen. Schaut mal, subhanallah al-azim, derjenige, der etwas mehr liebt als Allah, so wird Allah azza wa jal ihn damit bestrafen. Einer von uns, er ist nur beschäftigt mit seinem Beruf, mit seinem Studium. Wallahi, niemand sagt dir, studier nicht. Niemand sagt dir, hab keinen guten Beruf. Aber wisse, was ist wichtiger, was ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du alles über deinen Beruf weißt, aber nichts über Allah. Weder weißt du, wie man sich wäscht für das Gebet, noch weißt du, wie man Allah anbetet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dich nur erschaffen, damit du ihm dienst. Subhanahu wa ta'ala. Und dieser, wenn sein Chef ihn anruft, um 3 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens, er steht sofort auf und geht zu seiner Arbeit. Aber wenn Allah ihn ruft zum Fajr-Gebet, um 5 Uhr morgens, so siehst du, dass er sich umdreht und Allah den Rücken kehrt. Ist dein Herz gesund? Liebt dein Herz nur Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, wenn das der Fall ist, dann danke Allah azza wa jal für seine Gnade. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqeen. Wa la udwana illa ala al-zalimeen. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba. Liebe Geschwister, einige von euch, von uns, werden hier in diesen Reihen sitzen und sie waren früher nicht recht geleitet. Aber dann hat Allah Azza wa Jal ihnen Gnade erwiesen, indem er sie zu dem richtigen, geraden Weg recht geleitet hat, an dem sie jetzt zufrieden sind mit ihrem Herzen. Und nur Allah Azza wa Jal, er kann dein Herz beleben. Awa man kana mayyitan faahyayna waja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Siehst du denjenigen, dessen Herzen tot war, was wir dann lebendig gemacht haben? Allahu Akbar. Allah hat dich recht geleitet. Er hat dir Iman in deinem Herzen gegeben. Allah hat dir Glaube in deinem Herzen gegeben. Und Allah hat dir Nur gegeben, Licht gegeben. Und du läufst mit diesem Licht jetzt unter den Menschen. Und früher hast du Kufr gemacht. Früher hast du Bid'ah gemacht. Früher hast du gesündigt ohne Ende. Aber dann hat Allah Azza wa Jal dich recht geleitet, nachdem du dieses finsterne Leben in der Vergangenheit geführt hast, lieber Bruder und liebe Schwester. Allah hat dich recht geleitet. Jetzt läufst du mit dieser Rechtleitung unter den Menschen und du weißt, was richtig ist und du liebst nur das Richtige, das Wahre. Und du weißt, was falsch ist und du hast das, was falsch ist und du liebst es nicht, lieber Bruder und liebe Schwester. Und du bist nicht derjenige, der in der völligen Finsternis lebt und er weiß nicht, wem er seine Hand reichen soll. Die meisten Leute reichen ihre Hand Shaytan. Und Shaytan, der Satan, er ist immer bereit, dich an deine Hand zu nehmen, dich einen Irrweg bestreiten lassen, liebe Brüder und liebe Schwestern. Lasst uns darüber reden, was unsere Herzen krank macht. Denn wenn wir unser Herz nicht säubern, wenn wir nicht mit einem gläubigen Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, dann werden wir Verlierer sein, liebe Geschwister.
eine Sache, die dein Herz krank macht, ist, dass du dein Herz für etwas anderes benutzt, als das, was Allah für dieses Herz bestimmt hat. Es gibt Leute, liebe Geschwister, sie wissen viele Dinge nicht im Islam. Und diese Leute, sie benutzen ihr Herz, um etwas anderes damit zu tun, als das, was das Herz tatsächlich zufrieden macht. Ich habe eine Frage an dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn du Suppe nimmst und du tust die Suppe in deinem Ohr herein, wirst du satt werden? Nein. Oder du tust die Suppe in dein Auge herein, wirst du satt werden? Nein. Weil diese Orte nicht für das Essen gedacht sind. Und genauso ist das mit deinem Herz. Wenn du dein Herz mit etwas anderem füllst, außer mit dem Gedenken an Allah, dann wisse, dein Herz wird krank werden und verderben und es wird sterben. Wal'iyadu billah. Allahumma layyin qulubana li dhikrik. Lieber Bruder und liebe Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Du musst dein Herz füllen mit der Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du dein Herz mit etwas anderem füllst, es wird niemals zufrieden sein. Schau dich an. Vielleicht hast du Geld. Vielleicht hast du teure Klamotten. Vielleicht hast du ein schönes Auto. Aber bei Allah, und du brauchst mir nicht zu sagen, du bist unzufrieden, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, so wird er ein enges Leben bekommen. Ein Leben voller Sorge, ein Leben voller Traurigkeit, ein Leben, wo er nicht glücklich sein wird. Allah sagt das im Koran. Willst du mir etwas anderes sagen, als das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Sehe endlich ein, dass du dein Herz nur für das nutzen darfst, wofür Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat. Der andere Punkt, liebe Geschwister, dass man Allah subhanahu wa ta'ala vor etwas anderes bevorzugt. Du darfst niemanden bevorzugen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Entscheidung muss immer Allah subhanahu wa ta'ala sein. Wie dieser große Gelehrte Abu Sulaiman uns gesagt hat, Allah schaut auf dein Herz und er weiß und er sieht es, ob dein Herz die Dunya oder Allah begehrt. Subhanallah al-Azim. Das bedeutet, wenn du irgendetwas in diesem Leben verlierst, was dir sehr, sehr viel bedeutet, würdest du deswegen Allah subhanahu wa ta'ala vergessen? Mal angenommen, deine Frau lässt sich jetzt von dir scheiden. Würdest du dann auf den Weg des Islam verlassen? Allah weiß, du liebst die Dunya mehr als ihn, subhanahu wa ta'ala. Wenn du jetzt mit irgendetwas geprüft wirst, dass Allah dein gesamtes Vermögen nimmt, wirst du dann aufhören mit der Anbetung? Liebe Geschwister, es gibt Leute, wal'iyadu billah, sie werden geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala und sie sagen dann, dafür, dass Allah mir dieses angetan hat, werde ich jetzt erst recht sündigen. A'udhu billah. Verlierer. Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen. Dein Herz muss immer an Allah subhanahu wa ta'ala hängen. Und niemanden darfst du bevorzugen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du das dennoch tust, so wisse, wal'iyadu billah, Allah azza wa jal, er wird nichts Gutes für dich vorsehen. Und eine Sache, die unser Herz verdirbt, sind die Sünden, liebe Geschwister. Sind die Sünden. Und das ist unser größtes Problem. Und wenn ich euch frage, warum bist du nicht wirklich richtig glücklich, obwohl du hast die Religion, die in das Paradies führst? Die Gründe sind die Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dein Herr genügt dir, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der die Herzen sehr gut kennt und er weiß und er sieht, was diese Leute in ihrem Herzen haben. Deswegen, diese Sünden verhindern, dass wir uns letztendlich auf den Tod freuen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Derjenige, der die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so liebt auch Allah azza wa jalla die Begegnung mit ihm. Aber seien wir mal ehrlich, wir sind weit weg von der Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir wissen, dass zwischen uns und der Liebe zu Allah die Sünden stehen, liebe Geschwister. Und solange sie da sind, werden wir uns niemals wirklich freuen können auf die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Einer ist zu einer Person gekommen, einer von den Salaf-Gelehrten.
Er sagte zu ihm, möchtest du sterben? Möchtest du sterben? Dann sagt die Person, nein, warum? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Er sagte zu ihm, dann bereue. Er sagte, nein, ich habe Angst. Er sagt, subhanallah, ein komisches Volk. Er will nicht bereuen und er will nicht sterben. Was möchtest du? Weder möchtest du bereuen, noch möchtest du sterben. Was möchtest du überhaupt in dieser Dunya? Möchtest du etwas anderes als Allah subhanahu wa ta'ala? Diese Sünden, liebe Geschwister, sie werden uns daran hindern, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit Freude begegnen wollen. Wallahi al-Azim, was denkt ihr, wie viele Menschen darauf warten, dass sie endlich sterben, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala ihren Herrn begegnen? Ein Sheikh hat erzählt, er war einmal auf der Strecke zwischen Mekka und Mina, zwischen Mekka und Medina, und sie hatten ein Auto gehabt, das kurz vorm Zerfallen war. Und plötzlich hat sich eine Situation im Straßenverkehr ergeben, sodass alle Angst bekommen haben, außer der Sheikh. Er sagte, was ist los mit euch? Sie sagten, du wirst sehen, wir werden gleich sterben. Er sagte, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was ist wichtiger in dieser Dunya als das Angesicht Allahs? Als das Wohlgefallen Allahs? Gibt es etwas, was du mehr begehrst? Und das ist die Eigenschaft der Juden. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَةٍ. Und du wirst sie vorfinden als die gierigsten Menschen nach Leben. Weil sie wissen ganz genau, nach dem Tod kommt die Abrechnung. Sie wissen das, liebe Geschwister. Ey Allah. Und deswegen nehmen sie jedes Leben in Kauf, einfach nur nicht um zu sterben. Denn die wissen, nach dem Tod kommt die Abrechnung. Weißt du das auch? Willst du so sein wie ein Volk, die Allah subhanahu wa ta'ala getadelt hat im Koran? فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. So wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn du wirklich denkst, dass du dir nichts vorzuwerfen hast. Und wir haben diese Leute in dieser heutigen Zeit. Du sagst den Achi, fang endlich an, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Er sagt dir, ich habe keine Zeit. Tayyib, wünsche dir den Tod, wenn du wahrhaftig bist. Du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Du denkst, du bist auf dem richtigen Weg und du siehst ihn, dass er den ganzen Tag sich mit etwas anderes beschäftigt als mit der Religion. Subhanallah al-Azim, warum hat er solche Angst vor dem Tod? Wenn er wahrhaftig ist und denkt, dass er gut gehandelt hat in diesem Leben, aber Shaitan, er hat ihm nur seine Gedanken ausgeschmückt, er hat ihm nur seine Taten ausgeschmückt. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Siehst du denjenigen, der dessen Taten von Shaitan ausgeschmückt werden, sodass er sie als etwas Gutes sieht. Allahu Akbar. Er sieht selber seine eigenen Taten als gut, aber er macht die übelsten Taten in dieser Welt, liebe Geschwister. Das sind Dinge, die unser Herz, wal'iyadu billah, verderben. Und wenn unser Herz nicht weich bleibt für das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala, denn damit werden sie ruhig, ala bi dhikrillah. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig, weil Allah unsere Herzen nur für die Ibadah erschaffen hat, für die Anbetung zu ihm, liebe Geschwister. Weder wird Musik dein Herz ruhig machen, noch deine Arbeit, noch deine Ehefrau. Das Einzige, was dein Herz wirklich beruhigen wird, ist das Gedenken an ihn subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit einem reinen Herzen vor Allah stehen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht zu den Verlierern gehören lassen, die ihr diesseits und jenseits verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Barmherzigkeit behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten versammeln. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك